Wir sind zurück bei Schölscher Gleif im 3,64 rüber und es ist jetzt für mich voll blöd, sich die neuen Zahlen zu merken. Wir spielen 150 AP, wir können nicht mal ein bisschen höher machen, wie in der letzten Folge eigentlich, außer der ersten Runde. Was haben wir für einen Wind? 25? Oh, das können vielleicht, jetzt hat? Jetzt hat? Ja. 3,64 und was 8 Spieler ist, Single Shot, das weiß ich noch nicht. Also 3,64 ist echt der Scheißzahl, 4,1 habe ich nicht so geil zu merken. Weil gerade One on One ist ja das, auf was es eigentlich rankommt. Letzte Folge, wer es nicht gesehen hat, wir hatten ja ziemlich am Ende noch an Flintlock. 124 XP, auf allem auf dem Multi wären das 124 durch 3,64. Wir müssten 34 machen, Alter. Wenn wir letzte Folge 60 gemacht hätten, wir hätten es gehabt. Ich wusste nicht mehr, wie viel XP für mich gesagt. Für mich ist ja die letzte Folge ist ja für mich ewig. Willst du mich verarschen? Ewig her. Also wo ich mal gespielt habe. Ich habe ja 4 Tage nicht gespielt. Sowas, was ich aber auch vergesse. Die Statistik hat sich auch noch nicht geändert. 74 Wind, jawohl. Gehen wir lieber ein bisschen Defense. Vielleicht, falls eins abprallt. Nee. Wir haben jetzt heute den Donnerstag. Ich weiß jetzt immer noch nicht, wann Rubel kommt, ne? Ich habe das wieder vergessen. Ich wollte es echt nachschauen. Ich weiß nicht, ob das Montag. Ne, es kommt Montag, Mittwoch, also kam es gestern. Kam gestern ein neues Kapitel. Also Kapitel 2. Morgen kommt dann Kapitel 3. Also quasi, wir sind durch also 3 Wochen braucht das ganze Projekt. 2,5 braucht und dann kommt noch. Wenn ich Bock habe, irgendein random Video im 14. Das müsste dann der Samstag sein und dann am Montag geht die World Blood los, ist der 24. Ob da dann Rainbow Six, GTA, was auch immer kommt. Vielleicht kommt da auch das eine Projekt, was ich im letzten Mal gesagt habe, was mir einer geschenkt hat. Das Spiel. Vielleicht kommt auch das. Oh fuck. Natürlich mache ich mir 220er Grit. Warum nicht? Oh, das ist perfekte Blunderbuss-Bande. Perfekte. Geil, da kannst du gar nicht mehr machen. Die ist echt 1A. Ich habe die letzte Bande, die ich hatte. Ich benutze die geht auch noch. Ich benutze direkt. Fuck. So, wir schauen mal. Immer noch One-on-One, wie gesagt. Wir haben jetzt genug Folgen gehabt mit 8 mit 8 Spielen oder 4 gegen 4. Ich habe gesagt, da kommen wir wieder ein bisschen wohnen, aber selbst die Bande geht sogar noch. Wenn ich jetzt da drauf schieße, ne? Wenn ich den mache. Ne. Wenn ich oben drauf schieße, dann geht es so runter, geht doch mal hoch, geht vielleicht noch mal drauf, aber es geht dann, das fliegt dann nicht weiter. Bringt mal nichts. Wenn da einer trifft, ich weiß nicht, was er hat, aber da so schräg hoch, fliegt dann wenigstens raus. Einer hat noch in den Kommentaren gemeint, schieß mal. Fiesta in ein Loch drin, wenn einer drin steht. Ich hatte anscheinend mal Fiesta in einem Loch gestanden, ich habe es dann geschossen. Ja, ich weiß, dass es ziemlich nice ist, besonders wenn man es trifft, hätte man auch ein bisschen geiler machen können, was ich wollte, es mal 2 haben. Ich weiß, dass es echt nice ist, ich habe ja auch im Sickest Shots gesehen, das war aber nicht von mir. Eine Pinata, die wirklich senkrecht aufgeht. 120 Schaden waren es, 115, irgendwas sind auf jeden Fall über 100. Wie gesagt, die kann auch gut sein. Oh Gott. Das wäre so krank, wenn jetzt noch einmal ein Ding kommt, ne? Ich dachte mir schon beim Abdrücken, Alter, was mache ich hier gerade? Ja, 39 Wind. Ein bisschen zu stark, aber ich könnte noch einen. Na doch, nicht? Weil meistens, wirklich meistens, trifft da noch einer. Der wegen ausschwenkt. So, jetzt bin ich ja gespannt. Nein, nicht auf mich. Oh. Eins niedriger, weil es wirkt sich hart aus. Wenn ich eins niedriger gehe, dann kommt der auch da komplett anders raus. Das ist irgendwie Faktor 2. Backroller. Ist da ein bisschen was anderes hier, weil ich jetzt hier den benutze. Oben auf die Bande schieß. Oh. 38 Wind. Oh, da kommt aber nicht viel an. Na, vielleicht trifft ja noch einer. Ja, da geht ein bisschen was nach unten. Und der ist meine Hoffnung. Ist er nicht. Einer hat auch noch geschrieben, Upgrade zum Nuke und Mega Nuke wäre, das habe ich wieder vergessen, wie es heißt. Ja, mit dem ersten Ding schon down.
Auf jeden Fall ist das Ding, was auch 100 Schaden macht, den größeren Radius hat und dann fallen wie bei 2012 so Meteoriten runter. Supernova hat's gießen. Ich glaube nicht, dass zu Waffenerweiterungen kommen. Wir machen jetzt mal 200 AP. Immer noch generated Maps, wie seit 2 Folgen. Wohl gefühlt seitdem das Update kommt. Macht einfach Bock. 7010 Gears. Au, wow, wow. Da bin ich ja gespannt. Da habe ich einmal ein Ding gehabt, einfach drauf geschossen und 2 Grit. Das war aber, glaube ich, mega Checkpoint. Der muss nicht. Sorry. Ja, genau, ich bin erstmal gleich. Ja, geil. Super Waffe mit 130 Schadenmöglichkeit. Und was machen wir? 14. Das war ein YouTube-Kommentar. Also tatsächlich können wir mal gleich durchlesen. Danke für die Info. Okay, habe ich irgendwo geantwortet. Das kriege ich immer nie so gut mit. Also ich kriege schon mit, dass ich geantwortet habe. Das war sicher immerhin. Ich war auch scheiße. Ja, war geil. Ja gut, was wir machen ist wenigstens dann der da. Ja, genau. So, wenn er nicht trifft, dann nimmt. Das ist auch. Die kannst du auch noch benutzen. Man muss wirklich gucken, dass ein 90 Grad Winkel da drauf ist. Also nicht mit 90 nach oben, sondern 90 Grad zur Bande. Wenn die Kerzen gerade, wenn ihr seht, die steht wirklich Kerzen gerade, dann geht es natürlich mit 90 nach oben. Und auch wirklich 100 Stärke. Muss man, glaube ich, nicht. Glaube ich schon. Ich habe die Waffe nicht, wir mal alles probieren, wenn wir sie haben. Oh, das war schon schlecht. Das war schlecht. Jetzt haben wir 11:30. Bis die Aufnahme rum ist. Na, rennen durch sie halt eh nicht mehr. Obwohl, werde ich machen. Na, no, nee, muss ich gar nicht. Obwohl. Ich schau noch. Lol. Das war brutal, halt auch noch. Ich schau noch 2 Videos. Bis dahin geht auf jeden Fall eine Folge. Aber wenn ich es mache, mache ich gleich alles. Ich muss eh wieder früh aufstehen. Also, wie ich die Uni schon wieder kenne, ist die Informatik bloß um 8 früh. Dafür um 6 wird. War mich aufgestanden? Kurz vor 6, ne? Halb 6 oder sowas. Ich muss meinen Biorhythmus wieder umstellen. Nicht meinen Biorhythmus, sondern meinen Biorhythmus. Nein, oh Gott. Weil zur Zeit ist es so 2 Uhr nachts plus mein Bett. Und 11 Uhr plus, manchmal auch 10, wenn ich Bock habe. Aufstehen. Zur Zeit läuft es gar nicht so gut. Vom Biorhythmus. Also mir passt das. Oh, der auch noch. Oh fuck. Also ich bin wirklich einer, der braucht viel Schlaf. Ich kenne Leute, die schlafen 4 Stunden, aber nicht nur einmal. Und wo sie dann sagen, okay, war wegen Scheiße, ja, wenig gepennt. Das machen die einfach durchgehend. Das machen 4-5 Stunden, das machen die durchgehend. Und die sind auch nach einer Woche nicht, schlafen auch nach einem Monat nicht. Das juckt überhaupt nicht. Ich, wenn unter 8 Stunden bin, Alter. Puh. Also wenn du sagst, von 2 bis 10 sind 8 Stunden, okay. Wenn ich Uni-Verhältnis habe und müsste um 6 aufstehen, dann müsste ich um 10 ein Bett. Ja, wird sehr selten der Fall. Weil meistens um 10 geht es immer los mit, ja, was hast du bei der Hausaufgabe? Ich muss den Tag später meist abgeben. Immer der Montag. Weil ich immer der Montag. Da wird sowieso nicht gut. Ich habe Dienstag wirklich erst ab 10 Uni, da ging es dann auch um 8 aufgestanden. Wenn ich halt um 8 Uhr Uni hatte, das war am Ende immer dann dienstags, weil ich ja die. Aber ich habe mitbekommen, dass ich den Übungskurs gewechselt habe. Ich konnte es wirklich machen. Also auf umständlichen Weg, sagen wir es mal so. Aber es ging. Jetzt schon wieder Schrappen. Das hat man schon zweimal in den ganzen Folgen gedrückt. Das war. Man macht eine 10 Schaden gemacht. Mann. Alter, ein Rave auf dem Winkel. Das Spiel hypt dann zur Zeit aber auch, ne? Da ich zurzeit eh wenig Zeit habe und nur wegen SSL aufnehmen und jetzt noch Wolfenstein, weil aufgenommen ist es schnell, weil spielen du es ja sowieso, hatte ich sowieso vor. Lol. Aber gerendert, hochgeladen, Thumbnails gemacht. Ah, das dauert. Bin ich dumm. Das hätte sein können. Vielleicht wird es noch ein Portal. Oh. Karma. Sunburst, Solar Flare bräuchte man. Das ist mir auch ewig nicht eingefallen auf meiner Liste. Lol. Hoch, runter. Das war ja gar nicht.
Da habe ich geschossen, aber ne? Der war's. Scheiße. Einmal der kam von hinten. Oh, schöner Bogen. Nein, nein. Da war eigentlich vor, das ganze Ding noch zu holen. Wir müssen aber. 3, 4, jawohl. 67. Ich sag, also wenn ihr schnell Waffen leveln wollt, macht's nicht schnell. Wenn ihr wirklich zu das Ziel habt, ihr spielt bis Level 100, dann levelt die Waffen nicht schnell. Vielleicht AK im Deathmatch, aber wirklich, wenn ihr Rebound spielt, ja geil. Wenn ihr Rebound spielt, exzessiv, One-on-One, so wie es ich hier die ganze Zeit mache, dann kriegt ihr die Waffen automatisch. Wenn er natürlich nur 3 Schaden macht mit Bounce Storm, dann dauert's. Aber sowas wie gerade die 35, du hast immer irgendeine gute Situation, das ist einfach so. Und jetzt? Oh. Ne. Ne. Das hätte ich nicht gedacht, dass es nicht funktioniert. Aber die Chance, mich zu killen, ist trotzdem nicht 100%. Portal und dann da rein. Ne. Jetzt bin ich so kurz, sonst hätte es mich vielleicht gekillt. Ja, okay, schauen wir mal. Ne, das reicht nicht. Also, könnt ihr mal probieren, ne? Ich muss es ja probieren. Scheiße, ich kill mich selber. Oder nicht? Oh. Oh, oh, oh. Als ob. Ey, das trifft aber manchmal auch immer, ne? Das ist immer. Das ist echt. Alter, was sind die random sind denn die ganzen Waffen? Das kann für uns beide schief gehen. Oh, oh. Ja, easy. Ja, es geht für uns beide schief. Wenn wir bei 1:08 mit Aufnahme sind. Ich habe ja in der Session aufgenommen für die Folgen von Freitag bis Montag. Deswegen war die eine Folge nur 17 Minuten, weil ich habe nicht immer drauf geschaut, wann ich die Folge anfange. Das war 2:48, glaube ich, oder bei 50. Und schon bei 1:02, wie gesagt, da geht schon noch ein bisschen was. Vielleicht spielen wir zum Schluss nochmal ein. Was können wir zum Schluss noch ein wenig spielen? Ich bleib mal dabei. Was noch einer geschrieben hat, was ganz interessant wäre, was ich nicht glaube, dass es geht. Wäre schon ziemlich OP dann. Aber Penetroid ist schwer zu leveln. Ob man das Achievement Beast, also dass du in 8 Spieler Juggernaut gewinnst, ich muss erstmal überlegen, was Beast, was Solven gebraucht, aber ich habe es dann doch gecheckt. Schon wieder Schrapnell. Was ist denn los, ey? Ja, oh. Im Skirmish funktioniert. Wo ich glaube wirklich nein. Aber auf der anderen Seite kann ich immer in dem Skirmish meine Runde meine Siege leveln. Das war für mich dann der Grund zu sagen, ey Jungs, wenn alle diese Achievement noch nicht haben, schaut's mal bitte nach. Also ach, ihr stellt da Juggernaut 8 Spieler ein. 50 HP, geht's nämlich schneller. Ihr müsst natürlich Glück haben, dass mit eurem Mainer Juggernaut seid. Das müsst ihr dann probieren. Oh. Ja, natürlich haben wir bis doppelte Pech. Also dann einfach disconnecten, neue Lobby machen, dauert denn zu lang. Weil, ich meine, du kannst dir immerhin deine Runden leveln, du kannst deine Siege leveln. Du kannst ja sogar Waffen freischalten, wenn du da 500 Siege machst, du kannst da Schockschell bekommen. Also deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass es nicht funktioniert, bloß ich habe das Achievement schon. Deswegen kann ich es natürlich nicht ausprobieren, dass man es machen kann. Dass man es einstellen kann, okay, das weiß ich. Aber dass man das Achievement bekommt, das weiß ich natürlich nicht. Müsste ich auf dem Secondary Channel machen, bloß das bleibt auf 0 XP stehen, bis ich wirklich meine Statistik voll habe. Und dann werde ich erstmal die ganzen Missionen durchspielen. Aber bin ich auch noch überlegen, ob ich erst die Missionen spielen soll, jetzt weit runter. Oder ob ich wirklich mal schauen muss, was alles geht, wenn man Level 1 ist. Aber ich mache keinen dritten Account, immer auf keinen Fall. Mal schauen. Erstmal die Statistik fertig machen, wird auf jeden Fall noch ein wenig dauern. Ich will es eigentlich nicht machen, dass das in den Mai reingeht. Auf jeden Fall wird es dann keine SSL-Folge normal, sondern es wird ein Spezialvideo. Und ihr könnt euch dann auch dann anschauen, für alle besonders die neuen SSL sind. Oder die, für alle, die wissen wollen, wo zum Beispiel Portalgun herkommt, bei welchem Achievement. Oder bei welcher Mission. Ach komm, Alter. Bei Portalgun gibt es ja bei einer Mission bloß welche, das wird man da dann rausfinden. Durch die Statistik, wo jede Waffe herkommt, ob das Level ist, ob das Achievement ist, ob das Mission ist, werdet ihr da rausfinden können.
wenn es euch denn interessiert. Wie gesagt, ich habe mit dem Spiel schon einiges gemacht. Statistik bei Level 100, Statistik bei 1 Million, Statistik nach 100 und 200 Folgen. Bei 300 gibt es bestimmt auch eine. Ich eigentlich nur Copy-Paste und ein bisschen die 9 Stunden ausrechnen. Oder Minuten oder Gigabyte ist jetzt nicht das Problem. Als ob, Alter. Ja, haben wir auch Waffenglück heute. Das 2D Nuke, bloß ich will den nicht benutzen. Oder benutzt man dann? Hab mal von mal 2, ich hab doch keine Ahnung. Wahrscheinlich verschießen wir da treffen uns selber. Ja, gut, steckst nicht drin. Gehen mit 5 XP aus der Runde. Aber, ja, ich meine, viele wünschen sich ja Nuke aus der Kiste, ist auch nicht schlecht. Aber wenn sie ja selber trifft, dann geht's trotzdem irgendwie auf 0 raus. Ich bin ja wirklich gespannt auf die neuen Waffen. Wenn es so Lauchwaffen werden, ja, Unlock Level 10, 12, 18, 19. Also eigentlich alles unter 50 ist schwach. Ich sag jetzt mal wirklich, alles unter 50 wäre schwach. Weil, was wollen wir denn? Und wir haben teilweise pro Level kriegen wir am Map eine Waffe, oder vielleicht sogar zwei Waffen, habe doch keine Ahnung. Wir werden richtig voll geschissen damit. Und halt den Token noch. Und was kriegst du bei Level? Ich glaube sogar, dass du zwischen 70 und 80 pro Level immer was bekommst. Also so Train, BFG, Dual Roller, das müsstest du bekommen. Aber bei 80 plus, wo bekommst du zwischen 80 und 100? Bekommst du bei 80 Nuke, 81 Black Hole, 85 Puzzler, 89 Beam, 92 Sunflower, 95 Lotterie oder Jackpot. In dem Fall Jackpot. Ja, und dazwischen. Keine Map, kein Ganze. Das sind zwar drei Fragezeichen. Entweder heißt nicht drei Fragezeichen, coming soon. Statt du bekommst random eine Map, was natürlich absoluter Bullshit war, den ich euch da vor einem halben, dreiviertel Jahr erzählt habe. Du bekommst da gar nichts. Oh, das war ein neues Schuss. Das war Tunnel. Die geht auch ganz knapp für einen Blunderbuss noch, aber müsst ihr selber entscheiden. Das sage ich euch nicht. Okay, die passt. So, das heißt 23 zu 15. Wieder so knapp das Ding. Die ist ja noch geiler. Die ist sick. Natürlich da, wo ich stehe, ist sie ziemlich scheiße. Oh, ich lebe noch. So eine gute Bande. Ah, Skullshot, boah, da muss aber, Alter, Kaktus, da muss ich der Kaktus jetzt richten. Nein! Also wie gesagt. Die Frage zeigt mein absoluter Bullshit, du bekommst da nichts. Wahrscheinlich ist es wirklich coming soon. Ich müsste mal gucken auf dem zweiten Account, ob dann bei Leveln, wo du wirklich nichts bekommst, zwischen, wahrscheinlich geht es ab 60 plus erst irgendwann mal los, wo du nichts bekommst, ob da dann was steht mit drei Fragezeichen. Wenn da wirklich drei Fragezeichen stehen, dann, ja, dann kommt da noch irgendwas. Ich glaube, ich weiß nicht, ihr habt ja die, ich hoffe, ihr habt das Spiel gegen KCM gesehen. Ja, wirklich gegen KCM, nicht mit. In der 38 Minuten Folge oder so. Da hat er irgendwas geschrieben, der hat irgendwie noch sehr viel in ihm. Wie er sich genau meint, ob er im Hirn noch haufenweise Ideen hat oder. Wahrscheinlich war. Ich hoffe, das war auf das bezogen, ey. Ja, Torpedo mit 11. Da hat man auch einen ganz guten Schuss. Ja, Karl, guck mal, ey, da hat uns das Glück aber wieder dabei. 80 Grit. Was das genau bedeutet, ich hoffe, der hat noch sehr viele Ideen. Vermutlich liegt es einfach am Implementieren. Übrigens tut mir leid, dass ich in Wolfenstein The New Order die Playlist-Verlinkung vergessen habe. In der vorletzten regulären Folge ist es mir aufgefallen. Oder so. War zwar schneller Wechsel vom Thema, ist mir gerade so eingefallen. Weil gerade irgendwie bei Playlist oder sowas im Hirn war, kein Dunst. Sorry dafür, aber ich hoffe, ihr habt es trotzdem gefunden. Falls ihr es gesucht habt. Ist zwar jetzt nicht verlinkt, ich ändere das jetzt auch nicht, weil. Warum? Ich hoffe aber, es wurde ja mal indirekt Wolfenstein New Colossus oder so angekündigt. Ey, wenn da wirklich noch ein neuer Dall kommt, ne? Ey, das wär's nicht getroffen, das war mein Ziel. Das wäre so krank. Ich bin ja gespannt, wann das dann spielt. Es kann, ich muss ja nach den New Order spielen. Ihr habt jetzt die Old Blood noch nicht gesehen. Ihr seht es erst in 2 Wochen. Aber es müsste nach den New Order spielen. Könnte ich jetzt vergleichen mit Narcos, der Serie, ich habe sie gesehen. Wo natürlich jetzt dritte und vierte Staffel angekündigt ist.
Für wann weiß ich gerade selber nicht, aber ist auf jeden Fall angekündigt, dass halt gedreht wird. Geht natürlich nicht um Escobar an sich. Wird's nicht. Bringt. Ich spoiler's nicht. Ich glaube, man weiß, wie es endet. Gute Idee, gute Idee, gute Idee. Fuck. Schönes Ding, ey. Schönes Ding. Jetzt haben wir auch. Das ist voll schwer. Wenn wir da was durchbekommen. Jo. Hat schon gereicht. Geht halt ein wenig um die Nebenstory. Also, dass die Nebenstory die Hauptstory wird und so weiter. Bla bla bla. Ist jetzt irrelevant. AS1 machen wir noch. Dann machst du wieder, dann sage ich. Dann nehme ich hier dann Mittwoch für Freitag auf. Ich mache eigentlich immer 3 Folgen. Eigentlich immer nur 2, aber wir passen die 3 lieber. Man sieht bei den Random Maps, ich komme bis jetzt darüber keine Beschwerden. Oh, das ist gut. Haben alle geil. Nein, ja, natürlich. Ja, solange da der Grid war, haben wir 56 durch 18, 6, 7, 7. Ey, einmal eins, ihr habt den Wolfenstein vielleicht gesehen, alle, die es schaut haben. Jo, war nicht so meins, bei den Enigma-Codes. War nicht so meins. Verrechnen in der Quersumme, ne? Was war es denn? 4 mal 7? Quersumme 2. Boah, ne, 3 habe ich geschrieben. 4 mal 7 sind 28. Quersumme davon ist 10. Die Quersumme davon ist 1. Ey, das war. Aber kein Kommentar deswegen gelesen. Gut, ich mein, letztes Mal habe ich das gespielt. Wahrscheinlich nachts oder so. Da bist du ein wenig down, aber trotzdem. Ja, dann auf jeden Fall nicht die ganzen Mode durchspielen, so viel sage ich jetzt schon mal. Wir werden nicht die ganzen Wolfenstein 999. Was war das andere? Spaziergänger oder sowas werden wir nicht durchspielen. Auch nicht mal. Vielleicht anspielen, aber anspielen ist scheiße. Warum? Weil ihr immer, immer wieder in diesem scheiß Flugzeug im Intro spawnt. Ihr könnt das nicht überspringen, das kotzt mich so an, weil das habe ich mittlerweile schon 10 Mal gehört oder so. Das Gute, was ich schon mal ein wenig sagen kann, die Old Blood hat nicht so viele, nennen wir es mal AFK-Passagen. Also wo du sagen kannst, du musst immer ewig was in der Base suchen, lol. Musst was in der Basis suchen oder so eine Scheiße. Und ist quasi der langweilige Part. Das ist wirklich immer Action. Das ist ziemlich geil. So, wie machen wir es jetzt am besten? Scheiß drauf. Weiter. Oh, fuck. Ja, bleib. Geh noch ruhig so weit nach. Oh Gott, das wird. Oh Gott. Oh Gott, wenn es da. Das wird interessant, was alles vorbeikommt und was nicht. Au. Alles auf mich. Ich hab. Geil. Ich glaube, ich hab mal 80 gedrückt oder so. Gucken wir haben 32 XP. Plus 7, 39. Mal gucken, was wir uns abgezogen bekommen. Okay, es waren 70. Au, 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 au. Ja gut, probieren musst du es, ne? Auch sogar richtig rumgefallen. Nice. Auch da Grubeball. Wie viel macht ein Grubeball? Der macht 25. Beim Aufschlag und da macht er halt random. Aber wenn ich die Splitter einzeln durchzählen müsste. Oh fuck. Dann kann ich es genauso sagen, da macht er einer 6 Schaden. Wenn ich weiß, das sind 20 Splitter. 120 und die 25, dann habt das. Ich weiß nicht, wie viele das sind, es war jetzt gerade, wenn es wirklich 20 sind, geil. Nach links, ach komm, ey. Ey, pass auf, in der Kiste ist was drin. Ja, bauen sie Bolzelt auch. Wenn sie verkalkt, könnte es was werden. Ah ja, pass mal auf. Hohoho, der wäre falsch rausgekommen, wird man es vielleicht auch gehabt. So, aber wie fahren wir denn noch? 70 Grit brauchen wir. Wir brauchen sogar mehr Grit. Okay.
Wenn er so oben rauskommt, Max. Ey, also, so eine Bande und ihr habt Blunder was oder irgendwas Gutes zum Leveln und ihr denkt euch, sich selber treffe, ist scheißegal. Nimmt sowas. Da machst du Full Damage. Oh, das war mein Glück. Alter Schwede. Weil sowas treffe ich eigentlich auch manchmal, wenn ich mit 100 drauf ziehe, aber auch nicht immer. So, so. Fuck. Ich hab doch den Berg wegrassiert. Bin einfach lange Spiel für 200 AP, ne? Auf einer eigentlich ganz chilligen. Oh, einer vielleicht. Oh, war bloß einer. War bloß Bolt. User Bolt, kennt er. Nein! Wenigstens mit 30. So, 43 zu 65. Ein Juke entscheidet ab jetzt. Ich sage immer ein Juke, aber ich glaube, er hat ihn noch gar nicht bekommen in den. Nennen wir es mal 2,5 Folgen. Nennen wir mal 2¼, 2¾ nur vielleicht. Wobei Drittel ist mehr wie Viertel. Na, die geht aber, wenn ich da so drauf schieße. Ja, wird auch noch funktionieren. Müsst ihr selber. Ich kann euch. Ich sag euch, ich hab's ja schon mal gesagt, wenn er gegen mich spielt. Ne? Ich sag euch nicht, wann er schießen soll. Ich schieß bloß raus. Oder treff euch, wenn er noch 300, 400 Leben habt. Das ist was anderes. So, was wir sagen, wir haben jetzt, glaube ich, 3000 XP in 3 Folgen gespielt. Passt eigentlich ganz gut. Jetzt habe ich meinen BB, den drehen wir noch kurz am Glücksrad. Ich schreibe es wenigstens mittlerweile. 14.04. ist wirklich der Karfreitag. Und das ist natürlich blöd, weil ich übers Wochenende da bin, wenn das Freitag erst kommt. Oder Freitag auf Samstag wird es dann kommen. Da bin ich nicht da. Heißt, das Update kommt erst Ostermontag oder Dienstag. Könnte sein. Wäre scheiße. Dann hoffe ich sogar, dass es noch 2-3 Tage verschoben wird. Ich will eigentlich schon dabei sein, wenn es kommt und dann direkt von Anfang an leveln kann ich, aber ich bin Ostern nicht da. Außerdem ist Ostern nicht so der Zeitpunkt, wo man SSL suchten muss, 10 Stunden am Tag. Ich sage mal kurz, wie es Blunderbuss mäßig ausschaut. 124 bei. Ne, bei Pro Christmas Band. Zwei Waffen werden da 100% stehen. Maps, die zwei sind 10.000 Runden und 10.000 Wins. Und Challenges, wie gesagt, 3 Achievements, was sind sie denn noch? 10.000 Runden, 5.000 Wins, 10.000 Runden. Was? Ach, Win. Ah, ja, ja. 5 von 10.000 Runden gewinnen, 10.000 Runden spielen. Ich glaube, die Map holen wir uns ziemlich sicher noch ab. Da werde ich vielleicht noch bis 4.500 die Tage hochspielen. Und dann, wenn die neuen Waffen kommen, spielen wir sowieso 100 Runden gefühlt in 3 Folgen oder so. Aber vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Clash of Life, bis dahin. Oder in Rubeck. Haut rein.